Servus und willkommen zu Zukunftsmacher aus der Villa Lessing. Heute mit Jens Schmidt, dem Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer des Saarlandes. Ja, und jeder kennt die Situation von uns. Wenn Sie heute einen Handwerker brauchen, wie lange Sie da auf qualifiziertes Personal warten, das heißt, ihm gehen die Themen nicht aus. Hallo, Herr Schmidt. Guten Morgen, danke für die Einladung. Herr Schmidt, Folgendes. Das Handwerk steht vor vielen Herausforderungen. Auf der einen Seite werden händeringend Menschen gesucht, die beispielsweise in eine Ausbildung zu bringen sind, qualifizierte Gesellen, allerdings auch Menschen, die in die Meisterrolle hineinwachsen wollen und vielleicht auch werden. Das heißt, wie lässt sich denn das Handwerk gerade für junge Generationen, die sich jetzt Gedanken machen über ihre Berufsausbildung, nochmal ein Stück weit attraktiver gestalten? Ich denke, der Nachwuchsmangel, den Sie in erster Linie ansprechen, das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem und auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Gemeinsam müssen wir an das Thema ran. Wir müssen in die Schulen, wir müssen an die jungen Leute, an deren Eltern, an die Lehrerinnen und Lehrer und natürlich auch in die Medien, so wie heute. Wir suchen den Nachwuchs händeringend in fast allen Gewerken. Wir machen schon sehr viel, gehen da in erster Linie auch in die Schulen, laden die Schulen hier auch in die Handwerkskammer ein, setzen Ausbildungsbotschafter ein. Wir müssen noch mehr Maßnahmen zusammenbündeln, wie zum Beispiel jetzt auch im September, am 19. September in St. Ingbert beim Tag des Handwerks. Da machen wir auch Nachwuchswerbung. Das Thema Attraktivität ist natürlich die Frage gerade für Menschen, die sich dafür entscheiden sollen. Das heißt, wie können Sie mit welchen konkreten Mitteln und Maßnahmen diesen Handwerksberuf ein gutes Stück weit attraktiver wirken lassen? Wir müssen Werbung machen, im wahrsten Sinne des Wortes, aber wir müssen auch mit Vorurteilen aufhören und aufklären. Ein Leben beginnt nicht nur mit dem Abitur und dem Studium, sondern man sagt ja oftmals auch im Handwerk, das Handwerk hat goldenen Boden, wir müssen die Karriereperspektiven in den Mittelpunkt rücken und das, wie gesagt, in alle Köpfe bringen, dann gelingt uns auch die Aufgabe. Sie sprechen jetzt an der Stelle von den positiven Elementen, die das Handwerk sicherlich auszeichnet. Ich erlebe in der Praxis immer wieder jede Menge Personalengpässe, wenn ich auf der Suche, egal nach einem Elektriker bin oder nach einem Installateur. Das ist mit ewigen Wartezeiten verbunden. Wie sieht es denn aus, um Attraktivität dort bei Handwerksbetrieben zu erhöhen? Das heißt, wie sieht es denn aus mit beispielsweise besonderen Arbeitszeitmodellen oder Arbeitszeitkonten? Das gibt es schon in vielen Betrieben und in vielen Gewerken unserer Betriebe. Wir haben flexible Arbeitszeitmodelle. Viele Betriebe überlegen sich jetzt auch die Vier-Tage-Woche, die ja oftmals in den Medien bekannt ist, ins Leben zu rufen und einzuführen. Das muss man aber, diese Entscheidung muss man den Betrieben selbst überlassen, denn eins steht da immer im Mittelpunkt. Die Dienstleistungsorientierung, die Kundenzufriedenheit, wenn die gewährleistet ist, dann geht es sicherlich auch mit einer Vier-Tage-Woche, ja. Woran glauben Sie, hängt es hauptsächlich, dass der Handwerksberuf im Moment als wenig attraktiv erlebt wird? Ich glaube nicht, dass der Handwerksberuf noch so ein verstaubtes Image hat, wie vielleicht noch vor einigen Jahren. Wir machen ja auch sehr viel Werbung, auch über den Zentralverband des Deutschen Handwerkes. Da tut sich so schon viel mit der Image-Kampagne. Ich glaube, wir sind dabei, dieses veraltete Image so Stück für Stück zu verbessern und zu optimieren. Jetzt steht natürlich auch im Handwerk mit all dem, was an Technologien sich entwickelt, das Thema lebenslanges Lernen im Mittelpunkt. Also welche Karrierewege sehen Sie da und vor allen Dingen, welche Bedeutung hat dieses lebenslange Lernen auch für Sie im Handwerk? Lebenslanges Lernen ist im Handwerk essentiell und es ist schon längst im Handwerk auch angekommen. Da muss man ganz ehrlich sein. Die Berufe haben sich weiterentwickelt, die technischen Fortschritte haben rasant zugenommen in den Berufen und wir bieten das natürlich auch hier in der Handwerkskammer an mit unseren Weiterbildungs- und Fortbildungsmaßnahmen und wir appellieren auch heute schon immer wieder bei unseren Meisterfeiern an die jungen Leute, traut euch, geht weiter in die Weiterbildung und Fortbildung und haltet euch somit fit für die Zukunft und unsere Zahlen belegen das auch, dass hier immer mehr junge Leute auch diese Kurse besuchen.
Was bedeutet denn auch das Thema digitale Transformation für das Handwerk? Also wie lässt sich der Handwerk auch ein Stück weit digitaler gestalten, um Arbeitsschritte, Prozesse zu vereinfachen und auch an der Stelle Arbeitszeit wieder frei werden zu lassen für den Kunden? Nun, es ist sicherlich so, die Digitalisierung hat das Handwerk natürlich schon längst erreicht. Denken Sie nur zum Beispiel an das Kfz-Gewerbe. Aber es ist so, dass die Digitalisierung je nach Gewerk unterschiedlich weit natürlich angekommen ist. Wir haben hier auch in der Handwerkskammer einen Digitalisierungsberater, der die Betriebe hier sehr unterstützt. Da können die Betriebe natürlich auch auf uns zukommen, da stehen wir mit Rat und Tat zur Verfügung. Die Tools, Apps, Social-Media-Werbung, hier sind wir auch wieder bei Nacht. Beim Thema Nachwuchswerbung. Das kam natürlich alles schon bei uns an, bei den Betrieben an. Hier geht es aber natürlich jetzt in dem zweiten Schritt, das Thema Prozesse in den Betrieben zu optimieren. Und hier bieten wir natürlich auch dementsprechend Beratung und Schulungen an. Das heißt, das Thema Beratung, Schulung auch von Ihrer Seite. Wie ist denn da die Response? Wie wird es denn angenommen? Es wird angenommen, aber es geht natürlich immer noch mehr, das muss man deutlich sagen. Wir werden hier auch dementsprechend neue Wege gehen der Werbung und des Beratungsangebotes und erhoffen uns hier natürlich dann auch mehr Zulauf von den Betrieben und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Was sind denn Ihre drei größten zentralen Wünsche für die Zukunft des Handwerks? In erster Linie, dass das Handwerk den gesellschaftlichen Stellenwert bekommt, den es auch verdient. Oftmals denkt man ans Handwerk nur, wenn man selbst ein Problem zu Hause hat, in der Wohnung, im Haus oder am Kfz. Aber das Handwerk ist natürlich immer da. Es hält natürlich auch das Leben sozusagen am Laufen. Denken Sie nur auch an die Innenstädte, die Friseurläden, die Bäckereien, die Metzgereien. Ich wünsche mir, dass das Handwerk den Stellenwert bekommt, den es verdient. Gleichzeitig wünsche ich mir, dass auch die duale Ausbildung gleichgesetzt wird mit der akademischen Ausbildung. Das muss auch in der Wahrnehmung noch mehr passieren. Und ich wünsche mir natürlich, dass wir bei allen politischen Entscheidungen mit am Tisch sitzen, die das Handwerk auch betreffen kann, um hier natürlich Einfluss nehmen zu können zum Wohle der Betriebe. Abschließende Frage, fehlt es an Wertschätzung gegenüber dem Handwerk? An der einen oder anderen Stelle sicherlich ja. Wie gesagt, oftmals denkt man an das Handwerk nur, wenn man selbst ein Problem hat. Und dann, wie Sie es eingangs gesagt haben, ruft man beim Handwerk an und denkt, wieso kann der jetzt nicht kommen? Es muss mehr Verständnis bei den Menschen einfach vorherrschen, wie die Auftragslage im Handwerk ist und wie der Fachkräftemangel ist. Und wenn wir dieses Verständnis hinbekommen, ich glaube, dann sind wir einen Schritt weiter. Ja, vielen Dank, Herr Schmidt, für Ihre Einschätzung zum Thema Handwerk. Das war's bei uns hier bei Zukunftsmacher aus der Villa Lessing.